Ja, dann sage ich mal Hallo. Ich stelle mich erstmal vor, ich heiße Jana Chandra und ich würde mich wohler fühlen, wenn ich Sie duzen dürfte. Wie bei so einem Vortrag gehört es sich mehr, mit Sie zu sprechen, aber manche kenne ich natürlich auch und das fühlt sich dann komisch, das Sie zu gebrauchen. Und deswegen werde ich einfach das Du verwenden und ich hoffe, niemand fühlt sich dadurch auf den Schlips getreten. Ich weiß auch nicht, wer zum ersten Mal heute hier ist. Vielleicht könnten wir das mal kurz in Erfahrung bringen mit, wer zum allerersten Mal bei uns zu Gast ist. Super, ja, drei Leute, schön. Und wir sind vielleicht auch schon hier zur Meditationseinführung gewesen oder beim Tag der offenen Tür. Und einige wenige praktizieren auch regelmäßig hier, aber die meisten nicht, weil die meisten kennen mich. Ja, also herzlich willkommen hier, vor allem denen, die zum ersten Mal da sind. Ich habe so einen ungewöhnlichen Namen, nicht weil ich mich wichtig machen will, sondern weil ich dem Orden angehöre, der dieses Zentrum hier betreibt. Dieses Zentrum hier gehört einer ganz bestimmten buddhistischen Tradition an, wie die meisten buddhistischen Zentren, der buddhistischen Gemeinschaft Triratna. Und im Herzen dieser buddhistischen Gemeinschaft ist der buddhistische Orden Triratna und ich gehöre diesem Orden an. Und wenn wir in den Orden aufgenommen werden, bekommen wir Namen meistens in Sanskrit, die eine Bedeutung haben und die von Sinn. Und deswegen haben wir ungewöhnliche Namen. Das ist nicht irgendwie was, womit wir irgendwie Status oder irgendwas zum Ausdruck bringen wollen, sondern eine Weise, uns immer wieder daran zu erinnern, was wir eigentlich für Qualitäten entwickeln wollen. Auch wenn uns das nicht immer gelingt. Ja. Soweit kurz zu mir. Ja. Mein Name Jana heißt Weisheit und Chandra heißt Mond. Also Mond der Weisheit und ich habe das letztens erklärt, der Mond kommt und geht und bei mir kommt und geht die Weisheit auch. Aber ich glaube, was meine Lehrerin meinte, ist, dass es damit zwei Seiten in meinem Sein, die sie so sehen konnte, was mehr mythisches und was mehr vielleicht von gedanklicher Klarheit getragen ist. Also viele dieser Namen oder alle dieser Namen sind echt Übungsaufträge, die wir so haben. So, ne? Also es ist nicht, was wir sind, sondern was wir werden wollen. Okay. Das Thema heute ist der Geschmack der Freiheit. Und ich dachte, als ich vorhin überlegt habe, ich habe es mal überschlagen, es kommen ungefähr pro Jahr mindestens 500 Leute zum ersten Mal hier durch unsere Tür. Ja, es kommen viel mehr regelmäßig, aber es kommen ungefähr, schätze ich mal, 500 jedes Jahr zum ersten Mal hierher. Und ich würde viel dafür geben, wenn ich wüsste, was eigentlich diese Menschen sich davon versprechen. Jetzt kann man natürlich nicht jeder zum ersten Mal hier reinkommen fragen, was versprechen sie sich eigentlich davon, dass sie hier sind. Aber es würde mich interessieren, was Menschen so leitet, wenn sie zum ersten Mal hierher kommen. Genauso wie mich manchmal wirklich interessieren würde, was Menschen leitet, wenn sie sich Buddhas aufstellen, obwohl sie gar keine Buddhisten sind. Man sieht ja Buddhas an den abgefahrensten Stellen heutzutage, in Meditationshaltung sitzen. Keine Sauna ohne Buddha. Aber inzwischen gibt es die ja auch schon in ganz vielen merkwürdigen Plätzen. Und ich denke, man kann sagen, das ist eine Mode. Das ist halt so eine Mode, kommt und geht. Aber die Mode hält jetzt schon ein paar Jahre, also länger als so manch eine Mode. Und ich denke, wahrscheinlich ein Teil davon, warum Menschen das tun, ist, dass irgendwie dieses Bild vom meditierenden Buddha irgendwas für sie vermittelt. Vielleicht noch was Vages, vielleicht könnten die das auch gar nicht selbst formulieren, aber irgendwie ein positives Symbol für irgendetwas. Vielleicht Stille, Ruhe, Souveränität, vielleicht auch einfach nur was Chilliges und Cooles. Okay, aber viele Menschen befassen sich dann auch tiefer mit dem Buddhismus und gucken genauer hin, also bleiben nicht bei so einem ersten Eindruck oder einem ersten Schnuppern, sondern untersuchen ausführlicher, was es eigentlich mit dem Buddhismus auf sich hat. Und wenn man anfängt, Bücher zum Buddhismus zu lernen oder wirklich mehr in Erfahrung zu bringen, dann merkt man, dass es gar nicht so einfach ist, auf die Frage, was ist Buddhismus, eine klare Antwort zu geben. Also man kann zwar klare Antworten geben, aber mir würden auf Anhieb mindestens ein Dutzend klare Antworten einfallen auf die simple Frage, was ist Buddhismus. Wenn man sich mit Buddhismus näher befasst, dann weiß man, dass es da sehr viele verschiedene Lehren gibt, sehr viele verschiedene Doktrinen, sehr viele verschiedene Schulen, die wiederum verschiedene Lehren haben und verschiedene Auslegungen der verschiedenen Lehren, sehr viele verschiedene Methoden. Allein schon Meditation gibt es wahrscheinlich hunderte verschiedener Techniken, eben allein im Buddhismus, abgesehen davon, dass es natürlich auch nicht-buddhistische Meditationstechniken gibt. Man findet eine Fülle von verschiedenen Ritualen und Zeremonien. Man findet Institutionen, Praxisgemeinschaften, die ihre
Übertragungsebene haben. Also das ist ein ganz schön komplexes Phänomen, der Buddhismus. Ist nicht einfach so was ganz Simples, was man in einem Absatz abgehandelt hat. Das merke ich immer wieder, wenn wir hier so Einführungskurse geben, 7 Wochen, 7 Abende zum Thema, was ist Buddhismus, dann hat man wirklich nur ganz oberflächlich nur das angekratzt, was das überhaupt sein kann, Buddhismus. Aber wenn man versucht, in dieser ganzen Fülle, in diesem ganzen, was es eben zum Thema Buddhismus so zu lesen und zu erfahren gibt, versucht sozusagen, sich zu fragen, gibt es da irgendeine Essenz oder gibt es da irgendeinen roten Faden? Oder gibt es etwas, was das Ganze auf den Punkt bringen könnte? Das ist ja eigentlich das Spannende, ne? Also sozusagen irgendeine Essenz, irgendeinen Kern von dem Ganzen. Und auch darauf könnte man verschiedene Antworten geben, aber heute möchte ich mich mit einer Antwort befassen, die der Buddha selbst darauf gegeben hat, als er über seine eigene Lehre sprach. Und er sprach nicht über den Buddhismus, weil zur Zeit des Buddha gab es noch keinen Buddhismus, das wurde erst sehr, sehr viel später von uns in Europäern so genannt, sondern er sprach vom Dharma. Und Dharma heißt, wird meistens übersetzt mit Lehre, es ist damit die buddhistische Lehre gemeint, aber Dharma heißt das, was hinüberträgt zur Erfahrung eines Buddha. Also Dharma ist sozusagen die Fülle aller Methoden, die die buddhistische Tradition hervorgebracht hat, um Menschen zu ermöglichen, diese Erfahrung zu machen, von der der Buddha behauptet, er habe sie gemacht, nämlich die Erfahrung von Erwachen oder Erleuchtung oder Weisheit oder Mitgefühl, wie man das beschreiben möchte. Und in einer der Lehrreden, ja, also es gibt sehr auch umfangreiche Schriften im Buddhismus, auch das ist nicht einfach so simpel wie, sagen wir mal, dass man das in einem Buch wie die Bibel zusammenfassen kann, allein schon die buddhistischen Schriften, die von sich behaupten, auf die Zeit des Buddha zurückzugehen, sind sehr, sehr umfangreich. Aber in einer der früheren Schriften aus diesem umfangreichen Kanon gibt es eine Lehrrede vom Buddha, das ist die Sammlung, die sich Udana nennt. Und in der beschreibt er die wunderbaren Eigenschaften des Dharma, 8 wunderbare Eigenschaften. Und er vergleicht den Dharma, also die buddhistische Lehre, den Übungsweg, mit dem Ozean oder dem Weltmeer. Er sagt, auch der Ozean, das Weltmeer, hat 8 wunderbare Eigenschaften und genauso hat der Dharma 8 wunderbare Eigenschaften. Und das, ich werde jetzt nicht alle nennen. Eine davon ist, dass zum Beispiel der Ozean ganz langsam abfällt. Ja, es ist nicht, es gibt auch Steilküsten, aber in dem Gleichnis, was der Buddha da verwendete, ist das ein sanft abfallender Strand und so wie der Ozean sanft und allmählich abfällt und tiefer wird, so begibt man sich sanft und allmählich in die Leere, in den Dharma und nicht ganz plötzlich, sondern man lernt nach und nach. Oder ein anderes dieser 8 Gleichnisse ist, so wie der Ozean voller verborgener Schätze ist, große Muscheln, vielleicht Perlen, seltene Tiere, so ist auch der Dharma voll verborgener Schätze, die man entdecken kann im Laufe der Zeit. Und das 6. dieser Gemeinsamkeiten zwischen dem großen Ozean und dem wunderbaren Dharma, da sagt der Buddha Folgendes. Er sagt, so wie der Ozean nur einen einzigen Geschmack hat, den Geschmack von Salz, so hat diese Lehre nur einen einzigen Geschmack, den Geschmack der Befreiung. Ja, der Ozean ist riesengroß und kein Mensch könnte von sich behaupten, er kenne den ganzen Ozean. Auch wenn man weit gereist ist, hat man noch nicht alle Ecken des Ozeans erkundet. Aber eins weiß man sicher, egal ob man an der Küste irgendwo in Alaska ist oder ob man irgendwo in den Tropen ist, egal wie der Strand aussieht und die Landschaften an der Küste, egal was die Temperaturen sind, wenn man eine Handvoll Wasser aus diesem großen, wunderbaren Ozean nimmt, dann schmeckt dieses Wasser nach Salz. Ob das jetzt gefroren ist an den Polen oder ob das warm ist in irgendeiner karibischen Bucht, es schmeckt überall gleich, nämlich nach Salz. Und genauso behauptet der Buddha von seiner Lehre, egal welches Zipfelchen dieser Lehre man sich rausnimmt, ob man jetzt was über Ethik sich rausnimmt oder irgendeine hochtrabende philosophische Abhandlung aus irgendwelchen Mahayana-Schulen oder eine bestimmte Meditationspraxis, egal welches Zipfelchen, welchen Aspekt des Dharmas man sich herauszieht, sein Geschmack ist der der Befreiung. Das ist der durchgehende Charakter, der durchgehende Geschmack, durchgehende Flair sozusagen dieser Lehre, dass sie befreien will, will Freiheit schenken, Freiheit vermitteln.
Jetzt ist natürlich die Frage, was man mit Freiheit meint. Das ist ein großes Wort. Ne? Was ist es? Was heißt Freiheit? Was heißt Befreiung? Und was stellen wir uns darunter vor? Ich denke, das ist ein Wort, was bei jedem positive Assoziation hervorruft. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich niemanden, der sagt, nee, Freiheit will ich nicht, frei sein mag ich nicht. Ich glaube, das ist ein Wort, was durchweg Herzen höher schlagen lässt und das Gefühl von Sehnsucht weckt. Ja, Freiheit ist einfach eines der positiven Begriffe oder der positiven Ideale schlechthin. Jeder will das wohl, aber was wir uns darunter vorstellen, kann ganz unterschiedlich sein. Also in der Philosophie ist das ein Begriff, der sehr umfangreich diskutiert wurde. Worin besteht die Freiheit eines Menschen? Was heißt Freiheit eigentlich? Also da ist nicht, ist keine endgültige Definition oder Auffassung zum Thema Freiheit. Und es ist natürlich ein Begriff, der auch in anderen Wissensbereichen sehr stark diskutiert und behandelt wurde, ob das jetzt Politik ist, ja, die Ideen von politischer Freiheit, ob das das Rechtswesen ist, ja, die Idee von Freiheit, ja, Freiheit, Rechten, ja, einfach die Freiheit, eigene Regierungen zu wählen, solche Dinge. In der Psychologie wird der Begriff diskutiert, ja, wie frei ist der Mensch eigentlich? Wie viel Freiheit haben wir? Wie weit sind wir vielleicht auch determiniert oder festgelegt durch unsere Gene und durch was weiß ich was, unsere Umwelt, unsere Hirnstrukturen? In der Soziologie ist das ein wichtiger Begriff. Ja, wie frei sind wir oder wie abhängig oder wie fremdbestimmt, fremdgeleitet? Also es ist kein Begriff, den wir auch nur annähernd irgendwie wirklich umfangreich uns damit befassen könnten heute Abend. Ja, ich titsch das nur an, einfach wie unterschiedlich die Vorstellungen sein können von diesem Begriff von Freiheit. Eine ganz einfache Definition, damit man irgendwas zum Arbeiten hat, ist, und das ist keine philosophisch ausgefeilte Definition, sondern eine wirklich simple Alltagsdefinition, ist, dass Freiheit ist die Möglichkeit, ohne Zwang zwischen verschiedenen Möglichkeiten auswählen und entscheiden zu können. Das ist sozusagen eine ganz allgemeine Definition von Freiheit. Und in vieler Hinsicht sind wir heute freier als jemals zuvor. Ja, also Generationen vor uns. Wir sind im politischen Sinne, haben wir weitgehend Freiheit. Ja, wir haben Wahlfreiheit. Ich denke, die Vorstellung, dass innerhalb eines Staates jeder erwachsene Staatsbürger ein Wahlrecht hat und gemeinsam eine Regierung bestimmt, wäre ja in der Antike unvorstellbar gewesen. Eigentlich ist das was relativ Modernes, ja, eine Idee von Demokratie und dieser Art von Freiheit. Wir haben Gesetze, die viele Arten von Freiheiten schützen. Ja, wir haben Gesetze, die Pressefreiheit schützen, die Meinungsfreiheit schützen, die Religionsfreiheit schützen. Auch das ist überhaupt nicht selbstverständlich und relativ modern. Das hatten viele Generationen vor uns nicht. Wir können unsere Berufe relativ frei wählen. Ja, das galt noch für meine Großeltern nicht. Das ist, man muss noch nicht so weit zurückdenken. Und für meine Eltern galt das nur so bedingt, nicht wirklich. Die waren auch noch nicht so richtig frei. Wir können unsere Lebensweise frei wählen. Es ist noch nicht so lange her, dass eine Frau, wenn sie nicht heiraten wollte, eigentlich nur die Wahl hatte, ins Kloster zu gehen und es keine anderen Arten von Lebensmodellen gab, die man führen konnte. Das heißt, das ist eine Freiheit, die ist relativ neu, so in der Entwicklungsgeschichte von Menschen, dass wir wählen können, wie wir leben wollen. Ja, ob wir heiraten wollen, ob wir Kinder haben wollen, wie wir arbeiten wollen, wo wir leben wollen, ja, in welchem Land wir leben wollen. Das sind wirklich Maß von Freiheit, was unglaublich ist. Was wir uns kaufen können, das sind Dinge, von denen frühere Generationen nicht einmal geträumt hätten. Ja, überhaupt sich nicht hätten vorstellen können. Das heißt, in so einer äußeren Hinsicht haben wir eine Freiheit, die unvorstellbar groß ist und die sich frühere Generationen nicht hätten vorstellen können. Aber die Frage ist, wie frei fühlen wir uns tatsächlich subjektiv? Das ist vielleicht eine Frage, die sich jeder mal kurz selbst stellen kann. Fühle ich mich frei? Wie frei fühle ich mich? Ich weiß jetzt nicht, was eure Herzensantwort ist und vielleicht denkt ihr, ja! Total frei, und das freut mich, wenn das so ist. Aber mein Eindruck von Menschen, mit denen ich zu tun habe, und auch von mir selbst manchmal, ist, dass wir uns oft nicht besonders frei fühlen. Also ich höre das Wort, ich muss und sowas doch ziemlich oft in meinem Umfeld. Ich muss noch das und ich muss das. Ja, ich habe ja da keine Wahl, ich muss das ja so und so machen, ich muss ja zur Arbeit gehen, ich muss ja das und das. Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen immer noch, trotz all der veränderten äußeren
Dinge immer noch sich ziemlich unfrei fühlen, sich stark eingebunden fühlen, eingebunden, eingezwängt vielleicht und festgelegt, vielleicht fremdbestimmt. So ein Wort wie Sachzwänge hört man öfter. Ja, das sind ja alle Sachzwänge. Ich würde ja gerne, aber ich kann ja nicht, weil die Welt ist so und so und mein Job verlangt das und das. Meine Familie will das und das von mir. Auch so ein Satz wie, ich habe das Gefühl, ich werde gelebt, statt dass ich lebe, hört man öfter mal, ne? Das Gefühl, wir werden gelebt. Oder das Gefühl, dass man in so einer Art Hamsterrad steckt, was sich unglaublich schnell dreht und wo man irgendwie hinterherhechelt, um dann all das zu schaffen, was man glaubt, bewältigen zu müssen. Und nicht weiß, wie man da raus kann. Das ist auch, glaube ich, ein Lebensgefühl, was vielleicht nicht jedem in diesem Raum völlig fremd ist. Das kenne ich eine Menge Leute, die so ein Lebensgefühl durchaus kennen. Falls das stimmt, und ich hoffe ja, dass das nicht für alle stimmt in diesem Raum, aber falls irgendetwas davon wahr ist, dass wir uns nicht wirklich richtig frei fühlen, innerlich und äußerlich, dann können wir uns fragen, wie stellen wir uns das denn vor, mehr Freiheit zu haben? Wie würde das denn aussehen, wenn wir freier wären? Wird das heißen, wir brauchen nicht zu arbeiten, weil wir genügend Geld haben und wir müssen nicht arbeiten gehen? Würde das heißen, wir haben das Recht, alles zu tun, wozu wir Lust haben? Wir müssen nichts mehr tun, wozu wir keine Lust haben? Boah, ich muss nicht mehr kochen für meine Familie. Würde das heißen, wir haben keine Pflichten? Oder niemand, es gibt keine Regeln? Würde das vielleicht heißen, dass wir völlig unabhängig von anderen Menschen sind? Unser eigener Herr? Im umfassenden Sinne, dass wir tatsächlich keinerlei andere Menschen, keinerlei Einfluss mehr auf uns haben? Das sind so offene Fragen, die werde ich jetzt auch nicht beantworten, aber es sind so Fragen, die man sich stellen kann. Wie würde ich mir denn Freiheit vorstellen? Wie würde das aussehen, wenn ich wirklich frei wäre? Und ich habe das Gefühl, wenn ich so über mich selbst reflektiere und über Menschen reflektiere, die ich gut kenne, mit denen ich viel im Gespräch bin, dass wir oft, wenn wir an mehr Freiheit denken, das Gefühl haben, das geht nicht ohne Kampf. Freiheit muss ich mir erkämpfen. Im Außen, vor allem im Außen, indem ich mich über Zwänge, gegen Zwänge von außen wehre, ja, vielleicht auch gegen Zwänge von innen. Aber sehr oft denke ich, ist dieses Gefühl von Kampf mit der Idee von Freiheit verbunden. Ich habe das mal getestet. Ich habe so ein Online-Wörterbuch, das finde ich ganz schön, das nicht nur die Bedeutung von Wörtern aufzeigt, sondern auch, das nennen die signifikante Ko-Okkurrenzen. Das heißt, welche Wörter häufig in Verbindung mit anderen Wörtern auftauchen oder mit welchem linker Wortnachbar und welcher rechter Wortnachbar da oft auftaucht. Und in Verbindung mit dem Wort Freiheit war auffällig oft das Wort verteidigen und kämpfen oder gekämpft, verteidigt, Kampf durchaus ziemlich oft genannt bei diesen signifikanten Kohärenzen. Ja, also Freiheit scheint etwas zu sein, von dem wir glauben, dass wir dafür kämpfen müssen oder sie uns erkämpfen müssen. Und manchmal, wenn wir das Gefühl haben, wir würden freier sein, dann stellen wir uns so eine Art Befreiungsschlag vor. Ich muss mich befreien von diesem Scheißjob. Entschuldigung. Ich muss mich befreien von diesen lästigen Angehörigen, die von mir bestimmte Sachen wollen oder von meinen Vorgesetzten. Ja, so eine Art Befreiungsschlag, der uns diese Freiheit schenkt, die wir gerne haben wollen. Ob das jetzt andere Menschen sind oder ein Befreiungsschlag gegen bestimmte Dinge, von denen wir uns vielleicht geknechtet fühlen. Ob das Uhren sind, ja, dieser Fluch der Zeit und der Uhren und der Termine, oder ob es der Fluch ist der E-Mails oder der Fluch von irgendwelchen Zielvorgaben auf der Arbeit, dass ob da irgendetwas da draußen ist, was mich in Knechtschaft schlägt und ich muss mich davon mit Macht, mit vielleicht sogar Gewalt befreien. Wäre interessant zu wissen, wie viele Handys schon verzweifelt in Klos runtergespült wurden. Ich vermute, da gibt es keine Statistiken. Wahrscheinlich ist das schon passiert oder aus Fenstern geworfen. Die Frage ist, sind es wirklich andere, die unsere Freiheit begrenzen? Ja, sind das wirklich Dinge von außen, die unsere Freiheit begrenzen? Oder ist es nicht was ganz anderes, was unser Gefühl von Freiheit begrenzt? Die buddhistische Betrachtungsweise ist ganz bestimmt nicht die, dass Freiheit von außen begrenzt wird, sondern die buddhistische Betrachtungsweise, kurz gefasst, ist, dass das Gefühl von Freiheit, das Erleben von Freiheit oder auch von Nichtfreiheit eigentlich Dimensionen in unserem eigenen Bewusstsein sind. Das sind Kategorien oder Größen in meinem eigenen Bewusstsein, ob ich frei bin oder ob ich nicht frei bin.
Es hat nichts damit zu tun, in welchem Land ich lebe, mit welchen politischen Strukturen oder ob ich selbst eingekerkert wäre. Ich könnte völlig frei sein, selbst in einem Kerker. Also wenn im Buddhismus von Freiheit die Rede ist, dann ist nicht politische oder juristische Freiheit gemeint, sondern eine völlige innere Freiheit. Ein völliges inneres Freisein, das einem niemand anderes nehmen kann. Ja, frei ist jemand, um das ein bisschen zu versuchen zu beschreiben, frei, wirklich, absolut wirklich frei ist jemand, dessen Geistesverfassung positiv bleiben, egal was passiert. Ja, dessen Befindlichkeit, dessen Geistes- oder Bewusstseinsverfassung unabhängig sind von dem, was einem passiert. Wirklich frei ist jemand, der von nichts und niemand Angst hat. Und ich glaube, Angst ist ein Motiv, was so im Subtilen sich unheimlich durchzieht. Ja, nicht die große Angst, aber diese kleinen Ängste, die kleinen sozialen Ängste und was dann noch alles an subtilen Ängsten uns im Griff hat. Wirklich frei ist jemand, der keinerlei innere Zwänge spürt. Ja, Triebe oder Drang oder Zwangsvorstellungen. Der nicht der Spielball seiner eigenen Lust oder Unlust ist. Ja, das ist ein Lustgefühl und das muss ich haben. Das ist ein Unlustgefühl, das muss ich loswerden. Ja, der nicht Spielball dieser Dinge ist. Wirklich frei ist jemand, dessen Glück unabhängig ist von äußeren Bedingungen. Ja, ich bin nicht glücklich, weil das und das passiert oder weil ich das kriege oder jenes nicht, sondern es ist unabhängig. Es ist von innen. Und wirklich frei ist jemand aus buddhistischer Sicht, der alle Illusionen durchschaut hat, sozusagen all die Brillen abgelegt haben, die uns von der Wirklichkeit trennen, und der sich in tiefster Weise sicher fühlt, weil er ganz tief verstanden hat, wie die Wirklichkeit beschaffen ist, wie die Dinge wirklich sind. Ja, der nicht mehr sich auf Illusionen stützt, die früher oder später einen immer im Stich lassen und zusammenbrechen, sondern sich nur auf Wirklichkeit stützt, die einen nie im Stich. Und all das sind Beschreibungen von dem, was sich Buddhisten unter einem Erleuchteten vorstellen oder unter einem Erwachten oder ein Näher-Erwachten. Also sozusagen, das ist die Vorstellung vom Ziel, das sind einige Aspekte der Vorstellung vom Ziel buddhistischer Übung, dessen, was Buddhisten in sich kultivieren wollen, was sie werden wollen. Ja, jemand, der all diese Qualitäten hat, die ich gerade beschrieben habe. Also eine vollkommene innere Freiheit, im Fühlen, im Denken und im Handeln. Und ich finde das ein sehr erstrebenswertes Ziel, aber es ist auch ein bisschen fern. Ne? Es klingt so schön, wenn man hier steht und das sagt, aber alle denken, klingt ja nett, aber soll ich damit anfangen? Ja, es ist fern. Wie ein Buddha, ein Erwachter oder eine Erwachte die Welt sieht und tatsächlich erlebt, ist nicht nur schwer für mich, mir vorzustellen oder für jeden sich vorzustellen, sondern es heißt wirklich, dass es nicht vorstellbar ist. Es ist nicht nur schwer vorstellbar, sondern gar nicht vorstellbar. Jemand, der erwacht wird, erlebt die Welt, so heißt es, so anders, dass man es in Worten gar nicht beschreiben kann, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, weil man es nicht selbst erlebt hat. Deswegen bilde ich mir jetzt auch nicht ein, das wirklich mir ganz und gar vorstellen zu können. Und deswegen will ich ein bisschen tiefer ansetzen. Das heißt, ich würde gerne mal untersuchen und schauen, wo denn auf dem Übungsweg, den ich ja nun schon kenne, ich kenne das Ziel noch nicht, aber den Übungsweg kenne ich zu einem gewissen Umfang schon, möchte ich schauen, wo sind denn da auch schon Elemente von Befreiung oder von Freiheit, die man finden kann. Ja, wenn das stimmt, dass der Dharma den Geschmack von Befreiung hat, so wie der Ozean den Geschmack von Salz hat, dann müsste ich mir ja alles rausgreifen können, was ich kenne von buddhistischer Praktik und dann fragen, schmeckt das nach Befreiung? Oder schmeckt das nicht nach Befreiung? Und ich werde ein paar Aspekte von Praxis rausgreifen. In meiner eigenen Tradition, also in dieser Tradition von Triratna, buddhistische Gemeinschaft und buddhistischer Orden Triratna, teilen wir manchmal den buddhistischen Übungsweg in 5 Aspekte ein. Ja, es gibt unheimlich viele Lehren, habe ich ja schon gesagt, unheimlich viele Praktiken. Aber damit das Ganze übersichtlicher ist, sagen wir, es gibt 5 große Bereiche von Praktik, 5 große Aspekte von buddhistischer Praxis. Und man kann die sehen wie so eine Art Mandala, also praktisch so kreisförmig angeordnet, als etwa so die Blütenblätter einer Blüte. Also verschiedene Aspekte, die man zeitgleich versucht zu entwickeln. Das kann man so betrachten. Man kann es aber auch als eine Art Stufenfolge betrachten. Denn manche dieser Aspekte sind ganz besonders wichtig, wenn man anfängt zu praktizieren. Unerlässlich, wenn man anfängt zu praktizieren. Und andere kann man so richtig erst später
tiefer begreifen. Ja. Andere brauchen sozusagen ein bisschen Vorlauf, bevor man die wirklich zur Entfaltung bringen kann. Deswegen, man kann es als Mandala, als eine Blüte sehen von verschiedenen Praxisaspekten oder eben als eine Stufenfolge. Und diese fünf Aspekte, ich nenne mal nur die Überschriften und werde dann zu jedem Einzelnen mehr sagen, sind Integration, positive Emotion, spiritueller Tod, spirituelle Wiedergeburt und Rezeptivität oder Empfänglichkeit. Und ich würde gerne jeden dieser Bereiche buddhistischer Übungen ein bisschen mehr anschauen und versuchen rauszuarbeiten, was hat das mit Befreiung zu tun? Ja, hat das was mit Befreiung zu tun? Oder ist es nicht doch Knechtschaft? Ja, manche Leute denken ja, Religion habe mehr mit Unterdrückung und Knechtschaft zu tun, statt mit Freiheit. Und ich bin natürlich als Buddhistin der Meinung, dass das für den Buddhismus so nicht gilt. Mal schauen, ob ich euch davon auch überzeugen kann. Okay, der erste Bereich, dem ich mich widmen will, ist der, der unter der Überschrift Integration läuft. Also ich stelle jetzt nicht eine einzelne Praxis vor, sondern einen ganzen Bereich von buddhistischer Übung, mit dem man jahrelang übt. Ja, wo man jahrelang sozusagen seinen Acker bearbeitet in seiner Übung. Und Integration hat damit zu tun, dass man sozusagen dieses ganze Bündel, das man ist, von Gedanken, Gefühlen, Impulsen, versucht zu einer größeren Einheit zusammenzubringen. Ja, so habe ich das Bild von so einer Schafsherde und sozusagen Integration ist der Prozess, den ein Hütehund macht, wenn er versucht, seine Schafe zusammenzubringen, zu mehr so einer Einheit, statt dass die alle auseinanderlaufen. Ich sage dazu gleich mehr. Die ersten Erfahrungen, die viele Leute machen, wenn sie anfangen, sich überhaupt mit Buddhismus zu befassen, also wenn sie jetzt nicht nur Bücher lesen, sondern anfangen zu üben, ja, das ist ja wichtig, Buddhismus ist ja nicht was man lernt im Sinne von studiert, sondern was man tut, ist ja ein Übungssystem. Die meisten Leute fangen an, ihre ersten praktischen Erfahrungen mit Buddhismus zu machen, wenn sie anfangen zu meditieren. Ich weiß nicht, wer jetzt hier alles schon mal meditiert hat. Die ersten Meditationserfahrungen können sehr, sehr unterschiedlich sein. Ja, von sehr tiefgehend, von sehr beglückend, erstaunlich und aufrüttelnd, bis zu, oh Gott, ich kann das nicht, es ist hoffnungslos. Ja, also die ganze Palette gibt's. Und es kann sein, dass manche Leute, die anfangen mit, oh Gott, es ist hoffnungslos, nach einigen Monaten diese tiefen, wunderbaren Erlebnisse haben. Es kann auch sein, dass manche Leute, die mit tiefen, wunderbaren Erlebnissen in Meditation anfangen, nach ein paar Monaten denken, oh Gott, es ist hoffnungslos. Also Meditation ist ein ganz interessantes Phänomen und sehr wechselhaft. Aber die meisten Leute irgendwann, ob das in ihrer ersten Meditation oder erst im Laufe des Weges passiert, die meisten Leute erleben in Meditation, dass ihr Geist nicht immer tut, was er soll. Also eine unserer Meditationspraktiken, die wir unterrichten, ist die Vergegenwärtigung des Atems. Da versuchen wir schlicht und einfach da zu sitzen und den Atem zu spüren. Ist ja nicht besonders kompliziert. Kann ich meinen kleinen Kindern zu Hause erklären, so simpel ist die Meditationsanleitung. Einfach da sitzen, ja, und den Atem spüren, wahrnehmen. Und dann sitzt man da und denkt ans Abendessen und denkt an das Gespräch mit dem Kollegen, was einen so verärgert hat und denkt an den Film, in den man morgen Abend gehen will und dann ist man in einer neuen Gedankenkette. Der Geist treibt alles Mögliche manchmal, wenn er meditieren soll. Und als ein Mittel, um diesen wilden Geist ein bisschen zu zähmen, benutzen wir manchmal das Zählen der Atemzüge. Und manchmal sind Leute erschüttert, wenn sie merken, dass sie es nicht schaffen, 3 Atemzüge zu zählen, dass sie schon vor der Zahl 3 schon abgelenkt sind. Falls jemand hier ist, der das so erlebt hat, keine Panik, das ist nicht ungewöhnlich. Jeder Mensch kann meditieren, auch wenn nicht bis 3 kommt. Das ist ein interessantes Phänomen. Wieso ist das so schwierig, die Aufmerksamkeit zu richten? Ja, wieso ist es so was Simples, wie da einfach mal 10 Minuten zu sitzen und nur auf eine Sache zu achten, so schwierig? Der Buddhismus, buddhistische Tradition vergleicht den Geist manchmal mit einem wilden Affen, der so von Ast zu Ast springt, dann beißt er mal in den Apfel und pflückt sich die Frucht, dann schmeißt er die wieder weg. Also so ein wilder Affe, der sich so in den Bäumen rumtummelt und nicht stillhalten kann. Und unser Geist ist oft genauso. Ja, der ist ganz schön wild und ganz schön ungezähmt und manchmal überhaupt nicht leicht zu richten. Eine andere Erfahrung, die Leute machen, wenn sie anfangen zu versuchen zu üben, die hören dann diese ganzen tollen Ideale im Buddhismus, wie zum Beispiel Mitgefühl und Freundlichkeit und Geduld. Und die machen ja total Sinn. Ja, also es gibt wenig Leute, die sagen würden, dass es nicht Sinn macht, freundlicher zu sein und mehr in Harmonie mit seiner Umwelt zu leben. Aber das umzusetzen ist gar nicht leicht. Ja,
Ja, dann kann man hier sein und sich einen tollen Vortrag anhören darüber, wie wichtig das ist, Mitgefühl zu entwickeln mit sich selbst und anderen. Und noch bevor man in seinem Auto ist, ärgert man sich schon wieder über irgendetwas, was passiert ist. Ja. Also was man sehr schnell merkt, ist diese enorme Diskrepanz zwischen Idealen, die man im Kopf versteht, und dem, was man tatsächlich tut mit seinem alltäglichen Leben. Okay, also das sind die ersten Erfahrungen, die viele Menschen machen. Diese Diskrepanz zwischen Idealen und Realität, diese Diskrepanz oder diese Unfähigkeit, den Geist auf eine Sache zu richten. Die Frage ist, warum ist das so? Und eine Begründung oder eine Antwort ist, weil wir ein Bündel verschiedener Dinge sind. Ja, wir sind nicht ein Mensch aus einem Guss, sondern wir sind wie so ein Bündel von verschiedenen Impulsen, Gefühlen, sozusagen, als wären wir multiple Persönlichkeiten, jeder von uns. Jede hat ihren eigenen Charakter und ihre eigenen Vorstellungen. Die eine will meditieren gehen, geht ins buddhistische Zentrum, die andere hat aber dazu überhaupt keinen Bock und will viel lieber irgendwie Musik hören und deswegen pellert es die ganze Zeit, während wir meditieren sollen. Und die dritte Persönlichkeit denkt über irgendwas anderes nach, was man morgen machen will. Also wir sind wie so, ein anderes Bild ist, wir könnten sagen, wir sind wie so ein verwilderter Garten, wo alles Kraut und Rüben durcheinander wächst. Ja, wunderschöne Blumen, dorniges Zeug und alles irgendwie ohne Ordnung durcheinander und sich gegenseitig auch erstickt. Ja, wir erleben das, diejenigen, die sich vielleicht schon mal vorgenommen haben, zu meditieren. Ja, so einige, weiß ich, die hier einen Kurs machen, die sagen, finde ich so toll, will ich jetzt jeden Tag machen, nehmen sich das fest vor, aber schon am nächsten Morgen merken sie, Viertelstunde früher aufstehen ist doch nicht so eine gute Idee. Das heißt, das Ich, was am Vorabend sich vorgenommen hat, eine Viertelstunde früher den Wecker zu stellen, das sogar gemacht hat, ist ein anderes als das Ich, was am Morgen den Wecker wieder ausmacht und eine Viertelstunde vorstellt und weiterschlägt. Ja, also das sind so diese Diskrepanzen. Das Ich, was absolut einsieht, dass dieser lästige Kollege ja eigentlich das nicht tut, um einen zu ärgern, sondern weil er es wirklich auch schwer mit sich selbst hat. Und das kann man so gut verstehen, wenn man über ihn nachdenkt. Aber der braucht nur den Mund aufzumachen, man ist schon sauer auf den. Ja? Auch unterschiedliche Persönlichkeiten. Eines unserer Ichs, ein Teil unserer selbst versteht, dass Dinge vergänglich sind, ist ja nicht besonders schwer zu verstehen eigentlich, ja, dass alle Dinge unbeständig sind, eine zentrale buddhistische Lehre. Aber dann hat man in unserem neuen Auto einen Kratzer und plötzlich merken wir, dass wir an sowas eigentlich Oberflächliches wie ein neues Auto oder das die Lackschicht auf dem neuen Auto unser Herz gehängt haben, obwohl wir eigentlich theoretisch wussten, was vergänglich ist. Ja. Also all diese Diskrepanzen bemerken wir, wenn wir anfangen zu praktizieren. Wir sind voller Widersprüche. Keine Panik, ist normal, das lässt sich ändern. Ich würde sagen, der Anfang von Praxis, das, was ich meine mit diesem ganzen Bereich Integration, ist eine Art großes Aufräumen, ein ganz großes Aufräumen unseres Geistes und unseres Lebens. Das heißt, wenn man anfängt, spirituell zu praktizieren, und wahrscheinlich nicht nur in unserem System, sondern auch in anderen Praxissystemen, ist die erste Frage kennenzulernen, was ist denn alles hier in mir drin. Ja, was sind denn alles für Aspekte in mir drin? Und es ist erschütternd, wie wenig Menschen sich selbst kennen. Ja, man entdeckt eine Menge über sich, wenn man praktiziert. Und auch nach 10 Jahren entdeckt man neue Aspekte an sich selbst. Und das ist eine der Sachen, die man in Meditation kennenlernen kann. Also wenn man meditiert, lernt man bestimmte Sachen über sich kennen, die man vorher nicht wusste. Ja, bestimmte Gedanken, die man sich vorher nicht eingestanden hätte, dass man die hat. Bestimmte Gefühle, von denen man sich vielleicht nicht eingestanden hätte, dass man sie hat, entdeckt man in Meditation. Und deswegen ist das gar nicht so schlimm, wenn man in Meditation da sitzt und so viele Ablenkungen kommen, weil die Ablenkungen sagen einem unheimlich viel über sich selbst. Wenn ich jedes Mal, wenn ich mich hinsetze, um auf meinen Atem zu achten, anfange, irgendwelche Streitgespräche zu führen, geistig, mental, und das immer und immer wieder passiert, dann sagt mir das was über irgendwas über meine Energie, die ich habe. Ja, da ist irgendetwas ziemlich auf Konflikt, auf Streit gebürstet in mir. Da ist irgendetwas, was wirklich, das ist eine Aggression. Ja, das ist was Kostbares, was ich lerne. Und vielleicht bin ich sonst in meinem Leben ein ganz zahmer, freundlicher Mensch. Und das passiert nur in Meditation. Und dann merke ich, hey, das sind Aggressionen, die ich mir vielleicht vorher gar nicht eingestanden habe. Die sind Teil von mir. Ist okay, dürfen da sein. Aber es ist wichtig, sie anzuerkennen. Ja, so. Man entdeckt erstmal, was alles da ist, ob in Meditation oder durch andere buddhistische Praktiken, erstmal wahrzunehmen, was sind alles für Anteile in mir. Ja, und sich das wirklich genau anzugucken, nicht zu denken, ach, ich kenne mich schon, sondern wirklich genau hinzuschauen und zu akzeptieren, was man da auch vorfindet.
Und man findet manche Sachen, die viel, viel schöner sind, als man für möglich gehalten hätte. Und manche Sachen sind viel hässlicher, als man für möglich gehalten hätte. Und das ist normal. Das ist die ganze Bandbreite menschlicher Psyche, die jeder Mensch hat. Der zweite Schritt, immer noch im Bereich Integration, ist, sich zu fragen, okay, was ist mir wirklich wichtig? Ja, in all dem, was ich da habe, was ist mir wirklich wichtig? Wo sind eigentlich meine Prioritäten im Leben? Was will ich eigentlich im Leben? Was sind meine führenden Werte? Die Werte, die wirklich sozusagen der rote Faden in meinem Leben sind. Habe ich die oder habe ich die nicht? Und wenn ich sie habe, lebe ich so. Setze ich die um? Oder lasse ich immer wieder zu, dass andere Dinge sich in den Vordergrund schieben? Und da ist dann auch Dharma-Studium sehr hilfreich, auch eine Praxis, die wir hier anbieten. Wir haben hier im Haus derzeit, glaube ich, 12 Studiengruppen, die sich jede Woche treffen, manche davon über Jahre, meistens so um die 8 Personen, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, die sich also in fester Zusammensetzung jede Woche zusammensetzen und den Dharma studieren, studieren in Anführungsstrichen, weil es geht nicht um akademisches Studium, sondern es geht eigentlich mehr darum, buddhistische Lehren zu benutzen, als ein Werkzeug, sich sein eigenes Leben genauer anzuschauen. Das heißt, es geht nicht darum, primär etwas über Buddhismus zu lernen, sondern mithilfe des Buddhismus etwas über sich zu lernen. Das ist eigentlich, worum es geht in Dharma-Studium. Man müsste es eigentlich Selbststudium nennen. Also wirklich sich zu fragen, was sind meine Erfahrungen, wie gehe ich mit bestimmten Situationen um, was sind meine Überzeugungen, woran glaube ich, was sind meine Leitsätze. Und es ist überraschend, was man manchmal entdeckt. Manchmal merkt man, dass man bestimmte Leitsätze hat, die man sich noch nie bewusst gemacht hat. Und wenn man sie ausspricht, denkt man, ist doch Blödsinn, ist doch Quatsch. Aber eigentlich hat eine bestimmte Idee oder ein bestimmtes Leitbild immer geleitet, ohne dass man es wirklich mal klar gesehen oder klar angesprochen hätte für sich selbst. Also das ist so der zweite Schritt, nachdem man erstmal geguckt hat, was ist alles da, irgendwie eine Prioritätenklarheit reinzubringen. Wo will ich hin? Ja, wo will ich hin? Was ist mir wichtig? Und der dritte Schritt ist dann den Willen schulen. Den Willen so zu schulen, dass man das, was man will, auch mehr umsetzt. Mehr umsetzt, sage ich, weil man es nicht vielleicht erstmal schafft, es ganz umzusetzen, aber einfach wirklich wenigstens mehr umzusetzen. Ja? Eine klarere innere Richtung zu haben. Und das erfordert auch Disziplin. Also buddhistische Praxis erfordert am Anfang eine Menge Disziplin sogar. Eine Menge, ja, klares Training, klare Vorsätze und auch manchmal harte Arbeit. Und das passiert unter anderem in Meditation. Also diese Übung da zu sitzen und den Atem zu spüren und dann wieder die Ablenkung zu haben und dann wieder zurückzukommen zum Atem und dann wieder andere Ablenkungen zu haben, zurück zum Atem zu kommen. Man denkt vielleicht, oh, was soll das bringen? Aber das bringt eine Menge. Das schult den Willen, das schult die Klarheit. All dieses, jedes Mal, wenn wir uns wieder einfangen und zurück zu unserem Meditationsobjekt bringen, ist ein Moment, wo wir diese innere Richtung, diese innere Klarheit ein kleines bisschen gestärkt haben. Und das wird Wirkung zeigen. Und ein anderer Bereich, in dem wir das lernen und üben, ist der Bereich von Ethik. Dass wir wirklich merken, wenn bestimmte Werte mir wichtig sind, warum lebe ich sie dann nicht? Warum tue ich dann das Gegenteil nicht mehr? Also sich zu schulen, den eigenen Willen zu schulen. Also dieser ganze Bereich von Integration, dieses ganze Arbeitsfeld, ist ein Prozess von Zusammenführen. Ich versuche, mich zusammenzuführen und mehr zu einer Einheit zu schmieden, zu einer Einheit zu formen, damit da was ist, was wirklich auch handeln kann. Und was man oft entdeckt dabei, sind Spannungen. Das hatte ich ja schon gesagt. Ja, Spannungen zwischen unserem höheren Selbst, dem, was wirklich anspricht auf Ideale, was wirklich Werte hat, was wirklich vielleicht total idealistisch ist, und dem in uns, was einfach ziemlich primitiv ist, ja, vielleicht triebgesteuert, ganz simple Überlebenstrieb, ich will besser sein als andere. Das ist auch Teil unserer Psyche. Sozusagen diese Spannung zwischen unserem höheren und unserem niederen Selbst, sind Spannungen, die man erlebt und die man allmählich anfängt zu schwächen, ja, indem man die ein bisschen mehr zusammenbringt und mehr im Dialog miteinander bringt, diese verschiedenen Seiten. Oder Spannung zwischen Fühlen und Denken, ja, der Klassiker, so der Kopf sagt das eine und der Bauch sagt das andere. Also zu merken, das sind ja beides Teile von mir und die mehr in Dialog, in Verbindung miteinander zu bringen. Die Spannung zwischen verschiedenen Anteilen unserer selbst. Ja, so vielleicht haben wir einen Teil von uns, der ist irgendwie der totale Macher, der ist irgendwie total effizient, kompetent, steht wirklich so seinen Mann oder seine Frau in der Welt, ist auf Leistung gepolt. Und das ist ein anderer Teil von uns, das ist so ein Träumer. Der würde am liebsten irgendwie versinken in schönen Büchern und in Träumen und der hat vielleicht gar nicht genug Raum zum Atmen in uns. Ja, also vielleicht
sind da diese verschiedenen Aspekte und der eine und der andere, die verstehen sich gar nicht und irgendwie stehen die dann, boykottieren sich gegenseitig. Ja, wenn der Leistungsmensch was tun will, auf einer Mission ist, kommt der Träumer dazwischen und verpasst einen Termin. Und wenn der Träumer gerade wunderbar in einem Traum ist und vielleicht auch eine schönere innere Welt aufbaut, kommt der Leistungsmensch und sagt, Schluss jetzt, du hast keine Zeit. Ja, sozusagen Teile von uns, die in Spannung zueinander stehen, die sich gegenseitig bekämpfen. Und manchmal fühlen wir uns gelähmt dadurch. Also ich denke, alle unaufgelösten Spannungen in uns können zu Lähmung führen, dazu, dass wir unsere eigenen Bemühungen immer wieder torpedieren. Der eine Aspekt von uns will was machen, der andere haut dazwischen. Also wir drehen uns im Kreis, wir setzen uns Vorsätze und dann setzen wir sie nicht um, dann führen wir sie nicht auf. So kommen wir nicht voran. Wenn es uns also gelingt, durch Integration diese verschiedenen Aspekte mehr zusammenzuführen, mehr zu einer Einheit zu formen, nicht indem wir sie ausschließen, sondern indem wir sie einschließen, indem wir alle einschließen, ohne irgendwie zu sagen, du darfst da nicht sein. All das ist Teil von uns. Dann wird unheimlich viel Energie freigesetzt. Ich denke, dieses Gegeneinanderkämpfen von Spannungen in uns blockiert total viel Energie. Und oft ist das in körperlicher Spannung wahrnehmbar, ja? Hochgezogene Schultern oder wo auch immer wir in unserem Körper Spannung haben, aber es sind auch seelische oder emotionale Spannungen. Und das bindet ganz viel Energie, die wir freisetzen können in diesem ganzen Bereich von Integration. Der zweite Bereich, dem ich mich mehr widmen möchte, der auch am Anfang ganz wichtig ist und der sozusagen zeitgleich passiert mit Integration, den nennen wir oft, dem geben wir die Überschrift positive Emotionen. Und der umfasst die ganze Arbeit an unseren Emotionen, unserem Willen. Denn es nutzt überhaupt nichts, wenn wir ein halbwegs zusammengefügter Mensch sind, so aus einem Guss, aber total negativ drauf sind. Ja, also das würde uns überhaupt nicht weiterbringen. Und das ist auch der Grund, warum wir, wenn wir Meditation Anfängern beibringen, wir immer zwei Praktiken unterrichten. Die Vergegenwärtigung des Atems, die mir hilft, zusammenzukommen. Und die Metta-Bhavana, die Entwicklung liebevoller Güte, die hilft, die Emotionen freundlicher, positiver zu gestalten. Dieser ganze Bereich von Praxis, den wir positive Emotionen oder die Entwicklung positiver Emotionen nennen, hilft uns, negative und destruktive Impulse und Emotionen loszuwerden. Also es ist so, wenn der Aspekt von Befreiung in dem ersten großen Bereich war die Befreiung von inneren Spannungen, dann ist das in diesem großen Bereich die Befreiung von destruktiven, negativen Impulsen und Emotionen. Und eine ganz wichtige Übung dabei ist Ethik. Eine der Grundübungen für jeden Buddhisten. Es gibt Buddhisten, die nicht meditieren, aber wenn jemand nicht Ethik übt, kann er sich nicht wirklich Buddhist nennen. Das ist die Grundübung überhaupt. Und in buddhistischer Ethik gibt es bestimmte Qualitäten, die wir versuchen zu entwickeln und bestimmte Sachen, die wir versuchen zu vermeiden. Ja, wir versuchen, jede Form von Gewalt zu vermeiden, jede Form von Gier, gierigem Nehmen von Dingen, die uns nicht gehören, zu vermeiden. Wir versuchen, Unwahrhaftigkeit zu vermeiden. Und was wir versuchen zu entwickeln, ist Liebe, Großzügigkeit, also freies Geben, Zufriedenheit, eine innere Stille, Aufrichtigkeit und eine geistige Klarheit. Das sind Dinge, die man versucht zu entwickeln. Das sind die fünf Vorsätze, die vielleicht manche schon, wahrscheinlich viele schon mal gehört haben, die fünf grundsätzlichen ethischen Vorsätze im Buddhismus. Und buddhistische Ethik heißt nicht, dass man einfach nur irgendwelche Regeln aufnimmt. Ja, irgendwie so jetzt fünf Gebote oder fünf Trainingsregeln und die hält man jetzt ein, weil das der Buddha so gesagt hat. Wenn man ein guter Mensch dann sein will, es geht überhaupt nicht eigentlich in diesem Bereich um das Einhalten von Regeln, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, dass man tiefer lernt hinzuschauen in den eigenen Geist, in das eigene Handeln und viel tiefer zu verstehen, dass wie ich denke, wie ich fühle und wie ich handle, tatsächlich eine unglaubliche Wirkung, eine Rückwirkung auf mich selbst hat, wie es mir geht. Also darum geht es eigentlich. Es geht nicht darum, dass ich gut bin oder richtige Dinge tue und falsche Sachen vermeide, sondern es geht darum, wirklich tief zu verstehen, dass alles, was ich tue, und das schließt auch Gedanken ein und Emotionen und innere Gespräche, alles, was ich tue, hat eine massive Rückwirkung auf mich selbst. Ja, und das, was wir negative Emotionen nennen oder negative Impulse, hat eine negative Rückwirkung auf mich selbst. Das heißt, buddhistische Ethik, da geht es nicht nur darum, andere zu schützen, es geht darum, sich selbst zu schützen.
unethisches Handeln tut mir weh, kurzfristig und langfristig. Das ist das Gesetz, was man unter dem Begriff Karma kennt. Ja, Leute stellen sich das ziemlich okkulte Sachen unter Karma vor. Aber Karma besagt eigentlich nur das, nämlich dass alles, was ich tue, aktiv tue, innerlich und äußerlich, also ob im Handeln oder auch nur im Kopf, alles, was ich tue, hat eine Rückwirkung auf mich selbst. Und die Art der Rückwirkung hat mit der Qualität der Geistesverfassung zu tun, die dabei beteiligt war. Jede meiner Handlungen hat diese Wirkung. Das heißt, in gewisser Weise, die Idee von Karma ist, dass ich mich von Moment zu Moment selbst erschaffe. Ja, wie ich jetzt bin, ist das Ergebnis meiner früheren Entscheidungen. Ich habe zahllose Entscheidungen getroffen, von Moment zu Moment. Und was ich jetzt bin, ist das Ergebnis davon. Wenn mir das Ergebnis nicht gefällt, sollte ich in Zukunft andere Entscheidungen treffen. Das lässt sich sehr schön in einem Spruch zusammenfassen, von dem ich noch nicht mal weiß, ob das ein buddhistischer Spruch ist, aber es bringt es wunderbar auf den Punkt, und bestimmt haben viele das auch schon mal gehört, dieser Satz: Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und es fängt mit unseren Gedanken an, dann wird unser Schicksal. Was wir sind, ist die Folge früherer Entscheidungen. Was wir jetzt Entscheidung erschafft, was wir morgen sind. Also eine ganz, ganz große Macht, die wir da haben. Ganz, ganz großen Einfluss, den wir da haben. Und dieser ganze Bereich von positiver Emotion, ein bisschen das Wort ist ein bisschen verirreführend. Ja, es geht nicht um positive Emotionen im Sinne von, ich bin immer gut drauf. So könnte man das verstehen. Aber es geht darum zu verstehen, dass dieser Zusammenhang da ist und dass ich die Wahl habe, dass ich immer eine gewisse Wahl habe in jedem Moment und dass die Art der Wahl, die ich treffe, eine Wirkung auf meine Zukunft hat, dass ich meine Zukunft gestalte durch die Wahl, die ich treffe. Ob ich ein positives oder negatives Verhalten wähle, ob ich heilsam, wie wir das nennen im Buddhismus, oder unheilsam handeln, welchem Impuls ich folge. Und für viele, die das zum ersten Mal hören, wenn man ein bisschen darüber reflektiert, für viele kommt das ein bisschen als eine Überraschung, weil ich denke, viele Menschen erleben Emotionen ein bisschen so wie das Wetter. Ja, die sind irgendwie plötzlich da. Heute bin ich mit dem falschen Fuß aufgestanden. Irgendwie bin ich heute nicht gut drauf. Als wäre das irgendwie so, ja, ein Tiefdruckgebiet kommt von Osteuropa oder was weiß ich. Als käme das so über uns, das sagen wir auch manchmal, ne? Ah, da kam so eine Wut über mich, als käme das so irgendwie, was das von außen kommt. Und ich denke, so erleben wir das ja auch oft, ne? Dann plötzlich sind wir gut drauf und wir wissen gar nicht so richtig warum, und plötzlich sind wir wieder mies drauf und wissen gar nicht so richtig warum. Und buddhistisches Training lehrt uns, unterrichtet uns darin, wirklich zu merken, dass wir das eigentlich machen, dass wir dann einen Einfluss haben und dass wir den vielleicht besser bewusst nutzen, als uns so treiben zu lassen. Und natürlich ist der Spielraum, den wir haben für diese Wahl, der ist nicht immer riesig. Ja, weil ich habe ja einen bestimmten Charakter. All die verschiedenen, vielen Entscheidungen, die ich in meiner Vergangenheit getroffen habe, ob in diesem Leben oder möglicherweise noch viel länger, in vielen Leben zuvor, wenn man sich sowas vorstellen mag, ich habe diesen Charakter. Und Charakter, den ich habe, der hat bestimmte Neigungen. Ja, also wenn was schief läuft, werde ich vielleicht sofort sauer. Das ist so mein Charakter. Andere Leute, wenn was schief läuft, fühlen sich sofort entmutigt und haben Selbstmitleid. Ja? Ein anderer Charakter. Und so wie Wasser, wenn es irgendwo entlang fließt, sich im Laufe der Zeit ein Flussbett gräbt, dieses Flussbett aber, wenn es einmal da ist, natürlich das Wasser lenkt, genauso ist das mit unseren Entscheidungen. Jede Entscheidung, die ich treffe, kumuliert sich und schafft diesen Charakter. Wenn ich den aber mal habe mit all seinen Neigungen, dann ist es unheimlich schnell, einfach mal weiterzumachen. Es sind einfach Gewohnheiten. Ja? Irgendwas frustriert mich und ich bin sauer, ich bin wütend. Ich greife an. Das ist einfach was, sozusagen, was ich seit Jahrzehnten eingeübt habe. Es ist einfach, so weiterzumachen. Aber selbst Flussbetten verändern im Laufe der Zeit ihren Weg. Ja? Also Flüsse, Riesenflüsse, große Ströme, meandern und verändern ihr Flussbett. Und genauso kann unser Charakter sich ändern. Das heißt, Ethik, buddhistische Ethik heißt, die kleinen Entscheidungen zu treffen, die mir helfen, das Flussbett in die Richtung, das Flussbett meines Charakters in die Richtung zu lenken, in die ich es gerne lenken möchte. Das heißt, wenn ich ein Charakter bin, der schnell wütend wird, dann kann es sein, jemand macht eine Bemerkung und ich habe nicht die Wahl, da jetzt ganz freundlich zu sitzen und gelassen und liebevoll zu reagieren. Die Wahl habe ich nicht. Das funktioniert in meinem Charakter nicht. Aber ich habe die Wahl, ob ich sofort angreife oder ob ich mich ärgere, aber still bin. Ja, diese kleine Wahlfreiheit habe ich.
Ja, es ist nicht, als hätte ich die totale Willensfreiheit, aber ich habe einen gewissen Spielraum. Einen Spielraum, wenn ich mich ärgere, ob ich diesen Ärger nähre und schüre, indem ich mir immer wieder erzähle, wie bescheuert das war, was der gesagt hat und wie ungerecht, oder ob ich es nicht nähre und einfach beruhigen lasse. Ja, diesen Spielraum zu nutzen, intelligent zu nutzen, ist der ganze Bereich von positiver Emotion. Sich klar zu machen, wir sind für unsere Geistesverfassung verantwortlich, wir haben immer eine Wahl und uns darin zu üben, immer eine klügere Wahl zu treffen. Wenn wir das machen, ist das ein Riesenakt von Befreiung. Wir befreien uns von Zwängen, wir befreien uns davon, dass Gewohnheiten uns total im Griff haben. Wir können uns befreien von wirklich destruktiven Gewohnheiten, von destruktiven Emotionen wie Zynismus, Hass, Selbstzweifel, Kleinmut. Und wir können uns befreien von all dem Elend, was passiert, wenn wir uns diesen Verfassungen ständig ergeben, überlassen. Und ich habe schon kurz genannt, wie man das machen kann. Da gibt es ein ganzes Arsenal von Praktiken im Buddhismus. Ethik ist eine der wichtigsten. Meditation, ja, wir haben hier die Meditation, die wir unterrichten, die Metta-Bhavana, ist eine Übung im Kultivieren von Liebe, von Freundlichkeit, sich selbst gegenüber, zuallererst und anderen gegenüber. Das kann man lernen, das kann man üben. Auch Ritual, ja, viele buddhistische Traditionen, auch wir, benutzen Ritualzeremonien. Das kann eine Weise sein, sozusagen am Verstand vorbei, Schichten in unserer Psyche anzuzapfen und ganz positive Emotionen, positive Impulse zu wecken, die in uns schlummern. Freundschaft. Wir legen großen Wert auf Sangha, auf Gemeinschaft. Ja, alle buddhistischen Gemeinschaften legen großen Wert darauf, dass es viel einfacher ist, mit anderen zu praktizieren. Und ein Grund dafür ist, dass die Entwicklung von positiver Emotion, von diesen positiven Entscheidung viel einfacher ist mit Menschen, die einen dabei unterstützen. Freunde, die einen darin unterstützen und die das Gleiche tun. Okay, wenn man diese beiden Bereiche bearbeitet, Integration, das Zusammenführen unserer verschiedenen Aspekte, positive Emotionen, ja, das Befreien von destruktiven Gewohnheiten, dann kann man nach und nach das werden, was mein Lehrer a happy, healthy human being nennt. Ein glücklicher, gesunder Mensch. Was schon mal nicht schlecht ist. Also wenn es einem wirklich gelingt, sozusagen ein bisschen Ordnung in dieses Chaos hier oben und hier zu bringen und mehr Helligkeit und Freundlichkeit da reinzubringen, dann ist schon viel gewonnen. Aber das ist nicht das Ende des Weges. Im Gegenteil, in gewisser Weise ist das der Anfang. Es hört überhaupt nicht an diesem Punkt auf. Denn dann kommt ein weiterer Aspekt dieses spirituellen Übungspfades, den wir unter dem Überschrift spiritueller Tod fassen. Ein bisschen gruselig klingt, spiritueller Tod. Ich werde mich da ein bisschen kürzer fassen. Je länger man übt, je mehr man tiefer geht mit der eigenen Übung, desto mehr hat man manchmal das Gefühl, dass man sich irgendwie selbst im Weg steht. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal erlebt hat, aber ich kenne das Gefühl sehr gut. Irgendwie steht man sich selbst im Weg. Man hat vielleicht viel Meditation geübt, man hat wirklich gelernt, sich halbwegs ethisch, ziemlich gut ethisch zu verhalten, man hat seine Beziehung zu anderen Menschen auf ein ziemlich gutes Niveau gebracht, man ist relativ glücklich, alles scheint aber nur bis zu einem ganz bestimmten Punkt zu gehen und nicht weiter. Irgendwie bleibt es unbefriedigend. Obwohl man all das gemacht hat und das ist, was die meisten Leute vielleicht sehr begehrenswert, ein gesunder, glücklicher Mensch in halbwegs in Harmonie mit seiner Umgebung, merkt man, irgendwie kommt man nach einem bestimmten Punkt nicht weiter. Und Praktizierende merken oft an diesem Punkt, alles, was ich mir am Anfang vorgestellt habe, wo ich hin will, habe ich erreicht. Und trotzdem ist es noch unbefriedigend. Es ist nicht vollständig. Ich fühle mich nicht wirklich völlig frei. Ich fühle mich viel freier als früher, aber noch lange nicht wirklich ganz frei. Ich fühle mich immer noch irgendwie gebunden. Und wovon ich mich gebunden fühle, ist dieses Ego. Dieses Ego, was sozusagen ständig einen Kommentar ablegen kann von, hast du gut gemacht, hast du nicht gut gemacht, kannst du besser machen oder solche Sachen. Es bleibt eine Grundspannung und so ist die Grundspannung zwischen ich, ja, diesem gefühlten Ich hier selbst und allem anderen. Da ist die Welt und hier bin ich und das ist eine fundamentale, scheinbar nicht aufzulösende Spannung in der eigenen Erfahrung. Unsere ganze Sprache baut auf dieser Spannung auf. Subjekt, Prädikat, Objekt. Wir können gar nicht reden ohne diese Polarität zwischen ich und anderen. Ja, ich habe vielleicht in meiner Übung gelernt zu lieben, tief zu lieben, tiefe, liebevolle Beziehungen einzugehen, aber da bleibt eine Grenze.
Hier bin ich und da bist du. Ich habe vielleicht gelernt, großzügiger zu sein, meine Energie freier fließen zu lassen, nicht mehr so gierig zu sein, aber trotzdem bleibt eine fundamentale Trennung. Meine Belange, deine Belange. Irgendwie, da bleibt eine Grenze. Und im Buddhismus zufolge ist das eine der fundamentalsten Illusionen, die wir überhaupt haben, dass wir ein festes, dauerhaftes und abgetrenntes Selbst haben. Wir haben natürlich ein Selbst, ja irgendwie in gewisser Weise, relativ gesehen, bin ich hier und rede gerade. Aber die Idee, dass hier ein tatsächliches, abgegrenztes, festes, dauerhaftes Etwas sei, sagt der Buddhismus, sei eine der größten, fundamentalsten Fehler unserer Wahrnehmung, die eine Menge Elend und Ärger hinter sich zieht. Denn solange ich das so erlebe, als nicht hier, als festes, abgetrenntes Selbst, bleibt immer eine Restangst. Denn wenn ein festes Selbst ist, dann muss ich das schützen. Könnte ja getötet werden, könnte ja gefährdet werden. Es ist immer ein Gefühl von Gefährdung. Dann bleibt immer ein Gefühl von Restgier, denn wenn hier ein festes Selbst ist, dann muss das ja irgendwie genährt werden. Ich muss was haben. Ich habe bestimmte Bedürfnisse, die ich erfüllen muss, um dieses Selbst zu schützen. Es bleibt auch immer eine Restabneigung, weil ich mich wehren muss gegen bedrohliche Einflüsse, die ich mir vom Leib halten will. Und es bleibt eine Restspannung, nämlich die Spannung zwischen Selbst und der Welt. Und wirklich zu begreifen, ja nicht irgendwie im Kopf oder so, sondern wirklich, wirklich zu begreifen, dass Selbst, dieses feste Selbst eine Illusion ist, wenn man das wirklich durchschaut, ist das sozusagen der Dreh- und Angelpunkt von buddhistischer Praxis, vom spirituellen Pfad. Es ist der Punkt, an dem man nachhaltig durch die wichtigste Illusion durchbricht, die man durchbrechen kann. Also wirklich sozusagen der wichtigste Moment in buddhistischer Übung ist, wenn man das durchschaut, wirklich durchschaut. Und das nennt man spiritueller Tod. Ja, nicht, dass man tot umfällt, aber diese Idee von dem festen Ego, das kleine, lästige Ego, stirbt. Beziehungsweise eigentlich stirbt es nicht, sondern man erkennt, dass es eigentlich nie da war, sondern immer schon eine Illusion war. Also es ist nicht, dass man irgendetwas abtötet, sondern eher, dass man erkennt, dass etwas, das man dachte, dass es da sei, eigentlich immer nur eine Einbildung war und nie da war. Es gibt bestimmte Meditationsformen, in denen man speziell daran arbeitet. Das sind Meditationsformen, die man nicht als Anfänger übt, komme auch gar nicht, weil der Geist schon ziemlich konzentriert sein muss, ziemlich gesammelt und positiv sein muss, damit man überhaupt machen kann, diese Praktiken. Wir nennen das den ganzen Bereich von Vipassana, während die Meditation, die ich vorhin mehr beschrieben habe, eher der Bereich von Shamatha, von Beruhigung des Geistes ist. Und in diesen Praktiken lernt man ganz genau hinzuschauen, ganz genau im eigenen Bewusstsein wahrzunehmen, was von Augenblick zu Augenblick passiert. Es ist nicht so, als müsste man es irgendwie glauben, wie so ein Katechismus, ich habe kein Selbst, ich habe kein Selbst. Erstens wird man es eh nicht glauben und darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, wirklich tief in die eigene Erfahrung zu schauen und nach diesem Selbst zu suchen, wirklich fragend, forschend, beobachtend an das eigene Bewusstsein heranzutreten und zu schauen, was finde ich eigentlich da. Wo ist denn dieser Kern, dieser vermeintliche Kern? Und das muss nicht unbedingt ein großes Aha-Erlebnis sein, wo man sagt, paff, und dann war ich stromeingetreten und hatte die Illusion des Selbst durchbrochen, sondern es können auch viele, viele Schichten sein, viele kleine Erlebnisse, die man hat, innerhalb der Meditation und auch außerhalb von Meditation. Das passiert nicht nur in Meditation. Viele kleine Momente von Aufblitzen, von diesem Klarblick, wo man merkt, hey, das ist gar nicht das, was ich will. Von ich denke, dass es da sei, ist gar nicht da. Also man erkennt nicht nur, dass man hier kein festes Selbst hat, sondern man erkennt eigentlich, dass es überhaupt keine festen Dinge gibt. Ja, wir denken die Welt als einen großen Raum mit lauter Objekten, die sich da durchbewegen und irgendwie interagieren. Das ist unser naives Bild von Wirklichkeit. Und Buddhismus sagt, das ist ein sehr naives Bild von Wirklichkeit. Wirklichkeit ist eigentlich prozesshaft, ist eigentlich nur Energie im Fluss. Nur Prozesse, die einander durchkreuzen, die gar nicht voneinander abgrenzbar sind. Energie im wunderbaren, ständigen Fluss. Nur Bewegung. Keine festen Gegenstände, keine festen Dinge. Wenn es einem gelingt, wenn es einem gelänge, so die Welt zu sehen, wäre das eine ungeheure Befreiung. Ja? Eine ungeheure Befreiung. Befreiung vom Drang, sich beweisen zu müssen. Wem soll ich was beweisen? Eine Befreiung vom Zwang, sich zu definieren. Ich bin die und die Sorte Person. Eine Befreiung vom Zwang, sich selbst festzuschreiben.
ja, sich selbst festzulegen oder auch andere festzuschreiben und festzulegen, wie man sagt, so und so ist dieser Mensch, und eine Befreiung von Angst, ja, von dieser existenziellen Grundangst, die dann nicht mehr nötig ist. Und manchmal gibt es so im Buddhismus so Geschichten von sogenannten buddhistischen verrückten Heiligen, also irgendwelche Mönche oder Nonnen, die transzendente Einsicht hatten und die sich dann ganz merkwürdig benehmen und von der ganzen Umwelt mehr als so verrückt, sehr lustig und gut gelaunt, aber etwas verrückt betrachtet werden. Und es sind nur so kleine Geschichten, die es am Rande gibt. Und ich finde das ganz interessant, weil ich denke, wer wirklich diese Art von Freiheit hat, könnte sich vollkommen unkonventionell verhalten. Nicht um andere zu provozieren, weil das hat man ja nicht mehr nötig, aber einfach, weil man nicht mehr gebunden ist von Konventionen, von Erwartungen, von Normen, von Ängsten. Man ist vollkommen frei von der Idee, was denken andere über mich. Also ein ganz fundamentales Gefühl von Freiheit, wenn diese Illusion von einem festen Selbst überwunden ist. Und wenn das passiert, wenn man diese Illusion durchschaut, führt das zu einer vollkommenen Befreiung von Energie. Ja, die Energie ist nicht mehr gebunden in ihr, ich schütze mich, trenne mich von dem Rest der Welt, sondern fließt vollkommen frei. Wenn ich keine feste Vorstellung meiner selbst mehr habe, dann kann ich meine schöpferischen Prozesse vollkommen frei entfalten. Ja, frei fließende schöpferische Energie. Und was es auch heißt, wenn ich mich nicht mehr als abgetrenntes Selbst erlebe, dann erlebe ich eine tiefe Verbundenheit. Denn Prozesshaftigkeit heißt auch Verbundenheit. Ja, alle Prozesse sind miteinander verbunden, beeinflussen sich gegenseitig. Und das setzt ein ganz, ganz tiefes Mitgefühl voraus. Wir alle können Mitgefühl. Wir alle haben die Fähigkeit, uns in andere einzufühlen. Ein Stückchen weit. Aber nur ein Stückchen weit. Und dann merken wir aber, wie wirklich dreht sich alles um mich in meiner Psyche. Ich kann ein Stückchen mich rauslehnen und die Belange anderer berücksichtigen, aber letzten Endes dreht sich alles um mich. Ich bin sozusagen das Zentrum dieses Koordinatensystems, was ich Welt nenne. Wenn das anders wäre, wenn ich dieses Zentrum dieses Koordinatensystems aufgelöst hätte, dann fühle ich mich verbunden mit allem. Das heißt, es setzt nicht nur schöpferische, frei fließende Energie frei, sondern es setzt Energie zum Wohle anderer frei. Tiefes Mitgefühl. Und es gibt ganz viele Bilder im Buddhismus, die versuchen, diese Geistesverfassung darzustellen, auf bildliche Weise. Bilder von Bodhisattvas, falls jemand mit diesem Begriff was anfangen kann, Gestalten, die für Erleuchtung stehen, die aber keine historischen Gestalten sind. Das können weibliche oder männliche Gestalten sein, in allen möglichen Formen, manchmal mit mehreren Armen oder Köpfen, manchmal mit Schwertern in der Hand oder Flammen umkränzt. Sie stehen für diese vollkommen befreite Energie, diese vollkommen frei fließende Energie zum Wohle aller Wesen. Und ein Bild, was ganz besonders für Freiheit steht, für diese Art von absoluter psychischer Freiheit, spiritueller Freiheit, ist das Bild der Dakini. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal Bilder von Dakinis gesehen hat. Die kommen aus dem tantrischen Buddhismus und wenn sie dargestellt werden, sind das weibliche Wesen, die im blauen Himmel in der Luft tanzen, völlig nackt, blutrot, wild tanzen, stampfen, oft geschmückt mit Ketten aus Knochen und, wie heißt das? Schädel, dankeschön. Ketten aus Schädeln geschmückt und Knochen, als Bild vollkommener Befreiung. Warum Knochen und Schädel? Weil sie vollkommen die Angst vor Tod und vor Vergänglichkeit überwunden haben, den Zyklus, der bestimmt ist von Leben und Sterben und die Angst davor durchbrochen haben. Also ein Bild von vollkommener, befreiter, wilder Energie, laut lachend, tanzend und oft auch Dämonen trampelt, wie Dämonen sozusagen all diese Zwänge, von denen sie sich befreit haben. Ziemlich starkes Bild, auch nicht ganz ohne, dass es furchteinflößend sein könnte. Zum letzten Aspekt vom spirituellen Pfad sage ich allein schon aus Zeitgründen jetzt fast gar nichts mehr, nur noch zwei, drei Sätze. Der letzte Aspekt vom Pfad ist Rezeptivität oder Empfänglichkeit. Und man könnte sagen, das ist eigentlich nicht etwas, was man tut, sondern es ist das Gegenteil. Es ist diese Kunst des Lauschens, des ganz rezeptiven Lauschens und Hinhörens. Ja, viel in der buddhistischen Praxis hat mit Tun zu tun. Ja, Ethik muss ich üben, Meditation muss ich üben, Freundschaften muss ich pflegen. Rezeptivität sollte auch schon von Anfang an geschult werden, ist diese Haltung von Hinhören, von gar nichts tun, sondern einfach genau schauen und genau hören. Fast passiv.
Also Momente in der Praxis, wo man nicht aktiv an sich oder an seinem Geist arbeitet, sondern wo man nur spürt, lauscht und wartet. Und in diesen Momenten von dieser spirituellen Rezeptivität kann man vielleicht auch schon am Anfang ansatzweise und später umfassend erkennen, dass eigentlich Freiheit überhaupt nichts ist, was man sich erkämpfen muss. Weil nämlich die ganzen Zwänge und Beschränkungen von vornherein eigentlich nur Ideen im eigenen Kopf waren. Die sind objektiv gar nicht gegeben. Also eigentlich ist Freiheit nicht was, was man sich erringen oder erkämpfen muss, sondern etwas, was man entdeckt, weil es da ist. Weil wir eigentlich Wesen aus frei fließender Energie sind. Und alles, was uns festhält und begrenzt, nur Meinungen in uns selbst sind, feste Selbstbilder, Gewohnheiten, wie so Wasser, was eigentlich frei fließen könnte, aber aus irgendeinem Grund sich in so einem Strudel verfangen hat und dann nicht mehr rauskommt. Aber eigentlich ist es frei fließendes Wasser. Und das ist auf dem spirituellen Weg auch so. Am Anfang hat man das Gefühl, da ist viel, was man arbeiten muss. Da ist viel aktives Arbeiten. Ich habe das Wort Disziplin verwendet, nicht sehr populär heutzutage. Aber wenn man mit Praxis anfängt, muss man wirklich anfangen mit einem sehr aktiven Zugang. Auch schon diese Momente von Lauschen, aber viel auch tun, arbeiten. Und je mehr man praktiziert, je länger, desto wichtiger wird dieser mehr rezeptive Pol, dieses wirklich nur Schauen. Eigentlich brauchen wir nichts zu tun. Eigentlich ist alles immer schon da. Wir müssen es nur entdecken. Es waren nur unsere Illusionen, in die wir uns verlaufen oder verirrt haben und die uns das Gefühl geben, gefangen zu sein. Eigentlich sind wir nicht gefangen. So, und damit das jetzt nicht ganz in diesem sehr abgehobenen, transzendenten, ich weiß nicht, was blauer Himmel mit roten tanzenden Frauen endet, werde ich ein paar praktische Sachen zum Ende sagen. Einfach eine praktische Anregung für die nächste Woche, wer mag. Jedes Mal, wenn euch der Satz in den Kopf kommt, ich muss mich beeilen, die Arbeit fertig machen, jetzt losgehen, mich mit der Person treffen, was auch immer ihr alles müsst, kochen, fragt euch, warum eigentlich? Oder muss ich wirklich? Ja, fragt euch das einfach mal. Was gibt mir das Gefühl zu müssen? Denn ich glaube, dass wir auch jetzt ohne in diese mehr subtileren Aspekte von Freiheit zu gehen, einfach schon jetzt viel, viel freier sind, als wir eigentlich denken. Wenn wir nur genau mal uns den Moment nehmen, zu fragen, warum muss ich eigentlich? Muss ich? Das können ganz einfache Sachen sein. Jetzt bin ich wirklich auf einem ganz praktischen Boden. Dazu braucht man auch kein Buddhist zu sein, das zu machen. Bei bestimmten Sachen muss ich sagen, das muss ich so tun. Zum Beispiel, ich habe 3 Kinder und ich mag nicht besonders kochen. Ich koche jeden Tag. Und irgendwann war es für mich ein wichtiges Aha-Erlebnis, als ich den Satz, ach, ich muss kochen, weil ich Kinder habe, verwandelt habe in den Satz, nee, eigentlich muss ich nicht. Es gibt tausende von Müttern, die nicht kochen. Man kann die Kinder auch zur Pommesbude schicken oder ein Butterbrot in die Hand drücken. Aber das will ich ja nicht. Das heißt, ich koche nicht, weil ich muss, sondern weil ich will, dass meine Kinder eine warme Mahlzeit bekommen. Das ist ein Riesenunterschied. Seitdem koche ich immer noch nicht gerne, aber ich weiß zumindest, dass ich es nicht muss. Ich tue das absolut 100% freiwillig. Und manchmal tue ich es auch nicht. Weil ich merke, heute zum Beispiel muss ich einen Vortrag vorbereiten, möchte ich einen Vortrag vorbereiten. Ich habe mir mal eine Pizza geholt. Ne? Man muss nicht kochen. Das ist jetzt ein ganz, ganz praktisches Beispiel. Aber auch in anderen Sachen. Ja, muss ich mich jetzt beeilen? Muss ich das jetzt ganz schnell fertig kriegen? Was würde passieren, wenn ich es nicht fertig kriege? Was würde passieren, wenn ich die Bahn verpassen würde? Vielleicht wäre das gar nicht so schlimm. Muss ich etwas haben, wenn ich diesen Drang habe? Oh, das muss ich haben. Ja, meine Nachbarn haben das, meine Kollegen haben das. Ich muss das auch haben. Muss ich das? Muss ich das wirklich? Oder ist das nur ein Druck, den ich mir von außen hole? Muss ich wirklich diese Frage ganz offen zu stellen? Muss ich einem Impuls nachgeben, wenn er kommt? Muss ich einem Gefühl nachgehen, wenn es kommt? Muss ich jetzt diesen Kommentar abgeben, weil ich immer in diesem Moment diese Sorte Kommentar abgebe? Oder könnte ich das auch nicht tun? Habe ich die Freiheit? Also schaut euch das einfach mal in eurem eigenen Leben in den nächsten Tagen mal an. Jedes Mal, wenn das Wörtchen kommt, ich muss. Und stellt das einfach mal in Frage. Und wenn ihr dann auf den Geschmack kommt und mehr Freiheit wollt, dann wisst ihr ja, wo ihr einen Weg finden könnt, um das weiter zu vertiefen. Okay, vielen Dank.